Okay, Tipp Nummer zwei. Ja, wir schauen mal, was passiert, wenn man den Nenner eines Bruchs verändert. Ne, wir nehmen mal ein Elftel. Was ist ein Elftel als Dezimalbruch? Schauen wir mal. Ein Elftel ist 1 durch 11 ist gleich 0,090909 und so weiter. 0,090909 und so weiter. Okay. Jetzt gucken wir uns mal an. Ein Zweiundzwanzigstel. Was passiert, wenn man hier unten den Nenner verändert? Ne? Schauen wir mal. Also wir multiplizieren mal die 11 mit 2, kommt 22 raus. Was ist ein Zweiundzwanzigstel? 0,04454545. 0,04545545. Und so weiter. Da hat sich ja ein bisschen was geändert am Typ. Ne? Gucken wir uns nochmal einen anderen Fall an. Nehmen wir mal ein Drittel. Das ist gleich 0, ist klar, 3,3333333. Und ein Sechstel hatten wir auch schon, ne? Das ist, was war nochmal ein Sechstel? Gucken wir nochmal. 1 durch 6 ist gleich, ah ja, 0,16666666 und so weiter. Genauso kann man mal ein Halb nehmen, ne? Das war 0,5. Und wenn wir jetzt ein Halb, wenn wir die 2 mit der 3 multiplizieren, ne, dann kommen wir auch wieder auf ein Sechstel, also hier unten mit 3 multiplizieren, dann ändert sich auch der Typ. So, also der Tipp. Es scheint wohl irgendwas mit den Nennern und deren Zusammensetzung zu tun zu haben, ja? Schaut euch doch mal die Primfaktorzerlegung der Nenner an.